Übernehmen das mal ganz kurz eben einmal. Ich glaube, es geht nicht. Ich wollte nochmal dich einmal fragen, was hast du dir denn diesmal für das Rennen vorgenommen? Also ich meine, es ist ja bis jetzt, bist du ja immer ganz gut da aus der Nummer rausgekommen, ne? Für dich lief es ja immer ganz gut. Naja, natürlich jetzt die Maschine zu optimieren, das ist klar, die ist ja auseinandergebaut und die wird jetzt wieder zusammengebaut Mitte Juli und dann machen wir die ersten Testfahrten und dann werden wir sehen, was drin ist. Ja. Jetzt hast du natürlich die dritte Niederlage vor Augen, ne? Hast du dich damit schon mit der dritten Niederlage angefreundet oder willst du denn diesmal auch mal was reißen? Kann ja nicht so weitergehen. Muss ich mal korrigieren, er hat viermal verloren. Viermal hast du sogar schon verloren? Ja, eine Mal hatte ich verdrängt. Am Lausitzring hat er mir noch drei Starts gegönnt, aber da war die Kupplung so heiß und das Ding ist über die Startlinie geschossen, bevor es überhaupt, da war das Rennen zu Ende und das war dreimal eben halt, da redet er jetzt von. Ja, aber ich mache mir überhaupt noch keine Gedanken darüber, ich habe so viel um die Ohren und ich habe gestern gerade ein bisschen an meinen Autos gebastelt und so, also ich habe immer was zu tun und ich lebe im Hier und Jetzt und da muss man gucken. Hauptsache, du lebst dann beim Rennen auch im Hier und Jetzt. Ja, also wir wollen auch Testfahrten machen. Morgen geht's los. Also wir wollen zum ersten Mal morgen den Red Porsche Killer laufen lassen, aber unter uns, ohne Presse und ohne alles, damit die nicht wieder schreiben, es geht ja nicht. Also wir haben da sehr komplizierte Sache mit der Schaltung noch zu eruieren, wegen hier auf den Knopf drücken und wann bei welcher Drehzahl. Das muss alles noch eingestellt werden. Und ob auch alle Gänge funktionieren und das müssen wir erstmal noch machen. Und das wollen wir ganz in Ruhe machen, ohne diesen ganzen Rummel hier. Ja, das heißt, die werden ja auch gleich wieder nach Hause geschickt, ne? Dann kannst du theoretisch auch in aller Ruhe das machen. Morgen werden wir loslegen. Ja, was mit dir? Bist du, du machst erstmal Urlaub oder du testest auch schon? Ja, Ende des Monats. Aber du hast die Ruhe weg, ne? Du bist ja auch der Sieger, du weißt ja... Ja gut, okay. Ne? Hast du bei der WM gesehen, dass das Kacke ist, wenn man sich nicht richtig vorbereitet, ne? Das ist, du kannst dich auf den Erfolgen nicht ausruhen. Mache ich auch nicht, mit Sicherheit nicht. Ja. Ja. Aber Holgi ruht in sich, er ist immer ganz cool. Aber Holgi hat den riesen Vorteil, dass der natürlich vor so einem Rennen auch früh pennen geht, ne? Ich habe gehört, dass du gerne auch mal bis um 11... Das stimmt überhaupt nicht. Ich gehe um 20.15 Uhr ins Bett und gucke Fernsehen. Und dann stehst du aber um 12 Uhr wieder auf... Um 5 Uhr morgens meistens. Gehst du wieder auf? Ja, um 5. Ja, aber da muss ich trotzdem, das muss natürlich diesmal ein bisschen, du musst auch diszipliniert sein. Ja, ist ja eine ist doch diszipliniert, wenn man früh ins Bett geht um 8. Wie heißt das Wort? Diszipliniert. Sehr gut. Ja, also jetzt wie gesagt, also ihr seid euch, du bist dir sicher, dass du gewinnst, du glaubst, dass du diesmal auch gewinnst, oder? Diszipliniert, habe ich jetzt gesagt. Ja, ich gewinne. Sowieso. Das Motorrad ist einfach viel schneller. Und wenn das alles klappt, dann hat Holgi überhaupt keine Chance mit seiner Salatschüssel. Ja, so, jetzt kannst du noch einmal was sagen, das kann die Presse dann auch aufschreiben. Hier vorne, der junge Mann hier schreibt fleißig mit. Sehr schön. Also, wir gehen jetzt wieder rein, höre ich? Ja, ich würde sagen, wir werden sehen. Ja, gut, dann gehen wir mal rein. Wir sollen stehen bleiben. Einmal. Ach so. Ja. Ja. Fotos haben. Ja. Man muss eben mal so schön mit den verschränkten Armen. Kann ich mal diese Warze vom Kopf nehmen? Du hast einen Pickel, du hast...